meinerseits. Herzlichen Dank einmal fürs Kommen. Wir sind mit Manuel da und wir werden euch ein bisschen was über Barrierefreiheit erzählen, beziehungsweise warum Barrierefreiheit für die UX extrem wichtig ist. Mein Name ist Wolfgang Leitner, ich bin Managing Partner von der Sensations GmbH. Wir sind eine Digitalagentur mit Schwerpunkt Marketing, Design und Development und haben uns seit 2013 mehr oder minder der Barrierefreiheit verschrieben. Und bin auch Boardmember und Auditor bei WACA. Das ist eben das Barrierefreiheitszertifikat für Websites, was von der OCG ausgegeben wird. Rede ab und zu auf irgendwelchen Veranstaltungen und bin auch auf Twitter, beziehungsweise wenn man kontaktieren will, direkt in Agentur. Worum geht es allgemein? Barrierefreiheit wird oft in Verbindung gebracht mit einer Inklusion, man darf niemanden ausschließen, ist einfach etwas, was auch durch die bauliche Barrierefreiheit resultiert. Allerdings ist Barrierefreiheit im App quasi ganz was Entscheidendes, weil es einfach die Qualität der Entwickler extrem verbessert, weil es auf den Code-Standard hebt und den Usability zum Großteil schon abdeckt. Dementsprechend, wenn ihr auf die Barrierefreiheit schaut, wenn ihr auf die Kontraste schaut, auf die Schriftgröße, auf semantisch korrekten Code und so weiter, ist es einfach einerseits wirklich für System ideal, beziehungsweise auch für SEO, was natürlich für viele Firmen extrem relevant ist und sie dafür Geld ausgeben. Wenn es heißt, wir wollen die Seite barrierefrei machen, weil wir niemanden ausschließen wollen, ist das meistens so, es ist nicht unsere Zielgruppe, brauchen wir nicht. Wenn das aber im Prinzip als Standard wirklich bei euch einfließt, ist es so, dass es extrem gefragt ist zurzeit. Und andererseits einfach wirklich, wie gesagt, die Website-Performance einfach ums Doppelte verbessert. Der Manuel wird euch jetzt dann im Prinzip zeigen, wie ihr das Ganze testen könnt, worauf es ankommt. Und auch ein paar weniger gute Beispiele hat er mitgebracht, wie man es eben nicht machen sollte. Und das ist im Prinzip, wenn ihr mehr wissen wollt rund um die Barrierefreiheit, es gibt im Prinzip ganz normal auf der W3C alle Informationen dazu und ich werde euch nicht jetzt langweilen mit irgendwelchen gesetzlichen Rahmenbedingungen oder mit dem WCAG, weil im Prinzip das wird einfach den ganzen Tag dauern. Mic check, 1, 2, passt? Okay. Ja, hallo, mein Name ist Manuel Matusovic, ich bin Frontend-Developer, wie der Wolfgang schon gesagt hat. Arbeiten wir zusammen, ich bin seit über 10 Jahren im Web tätig, also professionell tätig zumindest. Ich unterrichte auch HTML und CSS seit 2010 und organisiere ein Meetup in Wien, das nennt sich WebClerks. Da kann man gerne mal vorbeischauen, wenn man möchte. Wir sind auch auf meetup.com, da findet man Informationen und ich bin auch gerne unterwegs auf Events wie diesem. Ich bin immer noch Freelancer, wobei ich seit Februar jetzt für die Stadt Wien arbeite und für WienGVAT und sonstige Frontend-Geschichten und technische Barrierefreiheitsgeschichten für die Stadt Wien zuständig bin. Und auf Twitter bin ich auch als M. Matuso. Der Wolfgang hat erklärt, dass Barrierefreiheit nicht nur bedeutet, dass man so viele Menschen wie möglich einschließt, sondern die Optimierung für Barrierefreiheit, sondern es bedeutet auch gleichzeitig, dass man die User Experience für alle optimiert. Und ich werde jetzt zeigen, wie man herausfinden kann, ob es Optimierungsbedarf gibt. Das heißt, ich möchte euch ein paar schnelle Tipps geben, wie ihr herausfinden könnt, ob etwas an der Website optimiert werden muss. Ganz wichtig dabei ist, dieser Begriff Barrierefreiheit eben bedeutet nicht nur, ich schaue, dass die Website auch für blinde Menschen irgendwie funktioniert, sondern so ein Thema wie Performance beispielsweise spielt da genauso mit. Und das, wir haben es gehört, lässt sich auch wieder ein bisschen besser verkaufen, wem auch immer man es verkaufen muss, einem Kunden, einer Kundin oder auch der Chefetage sozusagen. Ja, es gibt ein paar Quick-Tipps jetzt von mir und das ist ganz wichtig, es sind nur schnelle Tipps, es sind nur erste Dinge, die man checken kann. Es heißt nicht, dass wenn ihr das alles, was ich euch gezeigt habe, jetzt anwendet, dass eure Website super barrierefrei ist, auf gar keinen Fall sind. Also es sind nur kleine Dinge und ich sehe das so, dass jede Verbesserung ein Schritt in die richtige Richtung ist. Das heißt, wenn ihr von diesen nächsten 30 Minuten nur eine Sache rausnehmt und die beim nächsten Projekt umsetzt oder vielleicht in der Pause gar, weil es sind wirklich sehr schnelle Tipps, dann ist das schon mal gut. Sehr viele Websites sind sehr
belastet, sage ich mal so. Und ich bin mir sicher, dass ihr alle Websites macht, die nicht barrierefrei sind, weil ich das auch mache, weil man vergisst manchmal Sachen oder man macht Dinge, denen man sich nicht bewusst ist. Und deswegen eine kleine Sache optimieren ist cool, beim nächsten Projekt 2 und dann 3 und dann ist es alles perfekt. Nein, wird es nie sein. Ist sehr schwierig, alles perfekt zu machen, aber zumindest kann man Dinge optimieren. Jetzt ist es so, dass ich ein paar Tipps habe für automatisiertes und ein paar Tipps für manuelles Testing, weil es ist ganz, ganz wichtig bei der Performance und insbesondere auch bei der Barrierefreiheit im Allgemeinen, dass man nicht nur automatisiert testet. Es gibt Tools, einen Haufen, die ich einfach drüber laufen lassen kann über eine Website und die sagen mir dann super barrierefrei oder auch nicht. Das ist nett und das ist auch gut, aber es ist nicht alles. Ich muss auf jeden Fall als Mensch mit einem Gerät auch Dinge testen. Das ist ähnlich wie bei, wenn ich ein Design umsetze mit CSS beispielsweise. Ich kann das Frontend umsetzen mit HTML und CSS und JavaScript und ich kann so ein Tool wie, weiß ich nicht, BrowserStack zum Beispiel verwenden und mir Screenshots schicken lassen und dann sehe ich, wie die Website aussieht in unterschiedlichen Browsern. Aber das ist nicht alles. Ich muss auch scrollen, ich muss schauen, was passiert bei Hover, ich muss schauen, wie ob Animationen flüssig sind, ob das Scrolling gut funktioniert und so weiter. Und so ähnlich ist es auch bei der Barrierefreiheit. Ich kann automatisiert testen, aber ich muss auf jeden Fall auch manuell testen. Und eben automatisiertes Testing ist super für die sogenannten Low-Hanging Fruits, das heißt Dinge, die ich sehr einfach und sehr schnell erreichen kann. Und genau die möchte ich jetzt auch herzeigen. Und ich würde gerne anfangen mit automatisiertem Performance-Testing. Wenn mir jemand sagt, ich glaube, unsere Website ist extrem langsam, kannst du das überprüfen? Dann ist eine der ersten Sachen, die ich mache, Firefox oder Chrome auf, öffne die DevTools und schaue im Network-Panel nach, was dort alles passiert. Das werde ich jetzt auch gleich machen, aber vorher muss ich erwähnen, dass ich einige echte Websites herzeigen werde. Und Wolfgang hat schon gesagt, ein paar gute Dinge und ein paar schlechte Dinge. Diese Websites habe ich nicht nach irgendwelchen persönlichen Kriterien ausgesucht. Also ich habe jetzt nicht Seiten oder Firmen genommen, die ich super scheiße finde, sondern ich habe nur mich orientiert an den Alexa Top 50. Das heißt, sehr beliebte Websites in Österreich habe ich hergenommen und die zeige ich her. Also es geht jetzt gar nicht darum, über irgendjemanden zu haten oder ähnliches, sondern es ist einfach nur, ich will nur zeigen, was so online ist. Ich hätte mir eine Website ausgesucht, irgendeine, komplett aus diesen Top 10 sogar, aber ich kann auch eine andere Website nehmen, um ganz kurz die Performance anzuschauen. Wenn ihr mir eine URL sagt, kann ich das live machen. Eine Website, die ihr gemacht habt, wenn sich jemand traut, wenn ihr Bock habt. Ansonsten schaue ich einfach auf krone.at, ist auch okay. Aber ihr könnt mir auch sagen, hey, das ist eine Website, die ich für einen Kunden umgesetzt habe. Na, vielleicht eine eigene Website. Kann ich da reinschreiben, die Domain? Ja. Bitte. Pension. Achso, sorry, ich hab's nicht gesehen. Dann sag's Ihnen einfach Pension. Pension. Pension, ja. Minus ja. Astoria.com. Ich hoffe, ich habe mich nicht vertippt. Sind wir überhaupt online? Nein. Ja, eigentlich sollten wir online sein. Sonst dann vermutlich. Ja, also das Praktische an dem, was ich jetzt gleich herzeigen möchte, ist, ich muss nichts runterladen, ich brauche keine Software oder ähnliches. Ich kann eigentlich den Browser verwenden. Üblicherweise. IT. Ich werde nur ganz kurz, ich muss den Bildschirm spielen, sonst. Haut das nicht hin. Seht ihr das? Super, okay. Also, das erste, was ich mache die DevTools auf. Ich mache einen Rechtsklick, untersuchen oder Inspect Element, glaube ich, heißt das auf Englisch. Und dann gibt es hier den Network Panel. Und da sehe ich mal zu Beginn gar nichts. Wenn ich aber Command R drücke, wird die Seite neu geladen und dann wird getrackt, was da passiert. Musst du da nicht die Cache disablen? Musst du da nicht die Cache disablen? Ja, das zeige ich gleich. Das, ja, okay. Es gibt hier eine Checkbox, da steht Disable Cache. Damit schaffe ich, dass die Daten nicht aus dem Zwischenspeicher geladen werden, sondern jedes Mal frisch. Danke für den Hinweis.
Oder Command Shift R, klingt auch gut. Okay, also, mein erster Blick, sieht man das? Na, das ist jetzt irgendwie reingezoomt. Okay, macht nichts. Muss ein bisschen improvisieren. So, mein erster Blick geht da nach unten. Da steht 49 Requests, 2,6 Megabyte transferred. Das bedeutet für mich, 46 Ressourcen werden geladen und 2,6 Megabyte bekommt der User beim Aufruf der Website. Das ist insofern relevant, als dass bei einem HTTP 1.1 Server es wichtig ist, dass man so wenig Requests wie möglich hat. Man muss es so niedrig wie möglich halten, diese Zahl, weil sich das auf die Performance auswirkt. Hier, diese Zeile da. Ich bin leider nicht auf meinem Laptop, deswegen kann ich da nicht so gut zoomen. Und 2,6 Megabyte. 2,6 Megabyte ist relativ viel eigentlich dafür, dass nicht so richtig viel auf der Website passiert. Das kann man auf jeden Fall optimieren. Was auch ganz interessant ist, hier steht DOM Content Loaded, 937 Millisekunden. Das zeigt mir, wie lange hat es gedauert, bis das HTML-Dokument sich aufgebaut hat. Das ist unter einer Sekunde, das ist schon ganz gut. Aber das ist mal schon ein super Indikator, weil da sehe ich, ob wirklich irgendwas grob schief läuft. Da läuft auf jeden Fall nichts grob schief. Das passt schon mal. Aber wenn da jetzt stehen würde, 10 Megabyte für einen einfachen Blogpost oder ähnliches, hatte ich vor kurzem, dann muss man auf jeden Fall was tun. Die nächste Sache, die ich hier sehen kann, ist all die Dateien, die geladen werden. Also ich sehe, da ist jQuery eingebunden und irgendein Cookie.js und so weiter. Diese Dateien kann ich ordnen nach der Größe und so kann ich herausfinden, welche Dokumente machen so den Großteil dieser 2,6 Megabyte aus. Zum Beispiel hier ist es in der Slideshow anscheinend ein Hintergrundbild oder ähnliches. Beziehungsweise das nächstgrößte ist wieder ein Bild. Es sind eh meistens die Bilder. Also JavaScript wird immer größer, speziell in den letzten Jahren wegen Frameworks wie React und Angular und so weiter. Aber Bilder machen immer noch den Großteil der Dateigröße auf Websites aus. Und so kann ich ganz gut testen und schauen, was zieht die Performance meiner Website runter oder was macht diese große Dateigröße aus. Was da auch noch ganz spannend ist, ich kann hier auf dieses Video-Icon klicken und dann drücke ich nochmal Command-R. Dann passiert dasselbe wie vorhin, nur jetzt bekomme ich auch noch Bilder. Ich werde das ganz kurz loslösen und nochmal machen. Ich sehe jetzt, wie sich die Seite aufbaut. Das heißt, ich kann hier, ich bekomme so einzelne Frames und kann mich durchklicken und sehe, welche Teile der Websites werden zuerst geladen. Und wenn es so sein sollte, dass zuerst irgendwie Bilder geladen werden oder Werbung oder ähnliches und dann erst irgendwann kommt Text, weiß ich, ich muss was in der Priorisierung meiner Assets optimieren. Weil eigentlich sollte es so sein, dass Text da ist und dieser Text sollte so schnell wie möglich benutzbar sein und dann erst solche Dinge wie Videos und sonstiges Zeug sollte erst im Hintergrund geladen werden. Da kann ich mich durch die einzelnen Frames durchklicken und sehe, wie sich die Seite aufbaut. So auf den ersten Blick sieht das recht vernünftig aus, weil die Seite sieht bedienbar aus, weil das Menü ist da, dieser Slider ist da, aber das Bild ist nicht sichtbar. Mich interessiert das Bild nicht, ich schaue mir den Slider sowieso nicht an und die meisten User auch nicht. Ihn könnte man alte Attribute in Zwischenzeit verwenden, oder? Dass es angezeigt wird. Vielleicht, ja. Aber ich sehe das nicht so kritisch, weil ja, irgendwann sehe ich das Bild dann schon, das passt schon. Und das Gute ist, dass das Hintergrundbild auch später geladen wird, weil das braucht eigentlich auch niemand. Also es trägt zum Design und zur Schönheit der Website bei, aber so rein inhaltlich ist es für mich nicht wichtig. Genau, was da auch noch cool ist, ich kann hier offline anhaken. Ja? Kann man das Hintergrundbild optimieren, dass man nur das Sichtbare lässt und den Inhalt ausschneidet. Vielleicht hätte das Bild weniger Kilobyte. Könnte sein, ja. Man müsste sich anschauen. Hintergrundbild gesehen, es gibt so Blumen. Ja, man hätte es können als Vektorgrafik nachzeichnen, aber das war nicht im Budget vom Kunden drin. Ja. Also wie gesagt, es ist da jetzt nicht eine Riesenkatastrophe, aber es sind halt einfach Dinge, die man sich anschauen kann. Ja. Ich kann hier auch auf Offline klicken, ich kann schauen, wie meine Website offline funktioniert. Also man kann ja Websites offline auch verfügbar machen und so kann man das überprüfen. Beziehungsweise, was noch interessanter ist, ich kann hier die Geschwindigkeit drosseln.
weil standardmäßig wird dieser Test gemacht mit der Verbindung, die ich habe auf meinem Gerät. Aber ich könnte sagen, mach das Gleiche bitte aber jetzt mit einer schnellen 3G-Verbindung. Und dann dauert es natürlich viel länger. Das ist aber realistischer, weil nicht immer habe ich das superschnelle WLAN oder ich habe meine Office-Verbindung, sondern ich möchte mit realistischen Szenarien testen. Und realistisch ist, ich bin in der U-Bahn oder ich bin in einem Café und dort im WLAN oder ich bin jetzt aktuell mit Wolfgangs Handy verbunden. Also das sind so realistische Szenarien und die kann ich da ganz gut simulieren. Und man sieht, die Seite lädt plötzlich fast dreimal so langsam, weil ich einfach über eine langsamere Verbindung teste. Und das ist ganz wichtig. Genau, das ist so dieser erste Test, den ich immer mache. Und da sieht man mal, okay, da gibt es irgendwelche Dateien, die sind riesig. In dem Fall war nichts Schlimmes dabei, aber wenn ich jetzt wenn das Bild zum Beispiel 2 Megabyte hätte, dann wüsste ich, da muss ich was machen, weil ein Hintergrundbild kann keine 10 Megabyte haben, das darf es nicht. Das nächste, was ich hier mache, ist, dass ich hier auf Audits klicke. Da ist in diesem Panel ist Lighthouse versteckt, das ist ein Tool von Google, das alle möglichen Best Practices checkt. Also zum Beispiel Performance oder auch Barrierefreiheit, aber auch Suchmaschinenoptimierung, allgemeine Best Practices und auch Dinge zu PWAs, also zu Progressive Web Apps. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten Websites aktuell noch keine PWAs sind. Deswegen ja, spreche ich da jetzt nicht mehr darüber, aber schauen wir uns mal hauptsächlich Performance an. Was da passiert ist, dass die Website aufgemacht wird, entweder auf Desktop, also auf einem großen Screen oder auf Mobile, das kann ich mir hier auswählen. Ich kann auch zusätzlich sagen, ob die Verbindung gedrosselt werden soll, ähnlich wie wir es gerade gesehen haben. Und ich mache das mal und dann klicke ich hier auf Run Audit und es gibt da jetzt im Hintergrund eine Reihe von Regeln, die Google hernimmt, um die Performance zu checken. Und das passiert jetzt einfach, die Seite wird geöffnet, sie schauen sich an, wie groß die Bilder sind, wie die Dateien geladen werden und das kann ein bisschen dauern. Und dann bekomme ich hier eine Bewertung. 90 ist super gut. Also das ist, wenn man da schon in einen grünen Bereich kommt, dann ist das schon ganz fein. Viele Websites sind in einem roten Bereich oder in einem orangen Bereich. Das ist schon mal ganz gut. Und darunter sehe ich, was man optimieren kann. Also da steht, man könnte die Bilder verkleiner machen. Also sie sagen, da gibt es ein Bild, das hat 180 Kilobyte, das könnte 154 sein. Das ist halt natürlich nur eine Vermutung, aber man kann schauen, ob man ein Tool hernehmen kann, zum Beispiel, ich sage jetzt irgendwas, JPEG Mini oder so. Das kann entweder lossless oder lossy, also mit Verlusten, optimieren und man kann schauen, ob das noch erträglich ist, das Bild dann. Ja, ansonsten Ressourcen, die Render-Blocking sind, eliminieren. Das bedeutet Dateien, CSS-Dateien, die im Head sind und sozusagen geladen werden, bevor das HTML aufgebaut wird, dass man da vielleicht Teile davon nachlädt mit JavaScript oder ähnliches. Also das sind allerlei Tipps, die man da durchgehen kann. Das Nette ist, da steht jetzt nicht nur, das ist schlecht, mach's besser, sondern es gibt auch meistens einen Learn More-Link, der dann zu einer Ressource, zu einem Artikel zeigt, wo man dann erfährt, warum das wichtig ist und wie man es optimieren kann. Das ist sehr nett. Und das mache ich immer bei jedem Projekt. Wenn ich irgendwas mache, ich lasse einfach mal diesen Check durchrennen für alle Dinge, also auch Suchmaschinenoptimierung und so weiter, weil ich so einfach eben, wie gesagt, diese Low-Hanging-Fruits identifizieren kann. Oder ich kontrolliere sehr viel von Studierenden und wenn die mir was schicken, ich schaue mir die Website gar nicht an, ich mache als erstes das auf, lasse es durchlaufen und wenn ich sehe, das passt nicht, schicke ich es wieder zurück, ich schaue mir das nicht an, interessiert mich nicht. Das muss zuerst getestet werden, diese einfachen Dinge müssen passen und dann kann es erst weitergehen. Und das sollte auch so ein bisschen der Anspruch sein an die eigene Arbeit, weil wenn so eine wenn so eine Maschine sozusagen erkennt, das ist schlecht, dann soll ich das auf jeden Fall optimieren, bevor ich dann erst ins manuelle Testing komme. Noch eine Sache, die ganz nett ist, hier rechts oben gibt es das sogenannte Kebab-Menü, also wenn so 3 Punkte sind, heißt das Kebab. Da gibt es More Tools und na, Hamburger ist die 3 Striche, aber wenn es 3 Punkte sind, schaut es aus wie ein Kebab-Spieß. Ja, also da gibt es dann More Tools und Coverage und das ist auch ganz spannend, wenn ich hier auf den roten Punkt drücke, sehe ich, welche CSS-Dateien und welche JavaScript-Dateien eingebunden sind und ich sehe, wie viel davon genutzt wird. Also da ist zum Beispiel das Style-CSS, was auch immer, und da steht 93,8% davon werden nicht genutzt auf der Seite. Das hat man sehr oft dann, wenn man zum Beispiel Bootstrap oder Foundation oder ähnliches verwendet, wo sehr viel out of the box mitkommt, das man meistens nicht braucht. Ja, also da schätze ich mal, dass ein Framework dahinter steckt, weiß ich nicht.
da kann man auch ganz gut schauen. Wenn auf jeder einzelnen Seite irgendwie steht, 95% werden nicht verwendet, dann ja, sollte man sich überlegen, ob es überhaupt Sinn macht, so ein Framework zu verwenden. Hm? Das ist eine Messung von dieser Seite, ja. Nicht vielleicht von anderen Seiten auf derselben Webseite. Von dieser Page, von dieser einzelnen, genau. Also man sieht auch hier das CSS und der rote Balken heißt, das wird nicht verwendet. Alles, was rot ist, findet hier keine Verwendung. Ja, und das Grüne heißt, okay, dieses Element befindet sich auf der Seite und das CSS greift auch. Und alles andere nicht. Es ist okay, wenn x Prozent nicht verwendet werden, weil man hat ja gewisse Elemente auf einer Seite und auf der nächsten nicht. Aber wenn diese Zahlen sehr hoch sind, heißt das, ich habe sehr viel Zeug, das ich mitschleppe und gar nicht brauche. Jetzt kann es sein, dass ich am Anfang schon von Haus aus einfach nur sehr, also einfach ohne Frameworks arbeite und wirklich nur das verwende und anwende, was ich brauche. Oder wenn es Bootstrap sein muss oder Foundation oder ähnliches, dann gibt es Tools, zum Beispiel UnCSS heißt eines, das macht die Website in einem Headless Chrome auf, checkt, macht genau den gleichen Check und entfernt alles, was nicht notwendig ist. Automatisiert, ist aber gefährlich. Ja, UnCSS heißt das. Ja, UnCSS, also UNCSS. Na, UnCSS. Genau, ja. Ist gefährlich, weil es könnte sein, dass es was entfernt, was ich nicht entfernt haben möchte. Man kann natürlich auch Regeln definieren und sagen, bitte ignoriere diesen Bereich. Man kann auch JavaScript da irgendwie einbinden. Ja, aber das ist auch ganz nett und das geht auch mit JavaScript-Dateien. Da kann ich schauen, okay, von diesem JavaScript werden 48% nicht verwendet. Das ist okay, weil 50% werden da verwendet, die anderen 50% auf einer anderen Seite. Das haut hin. So, dann werde ich jetzt nicht mehr spiegeln. Vielen Dank, dass du deine Website zur Verfügung gestellt hast für den Test. Ja, aber insgesamt ist es super, weil einen Lighthouse-Score von 90 zu erreichen, ohne dass es dir bewusst ist, ist schon wirklich gut. Genau, genau. Ein anderes Tool ist webpagetest.org. Die Website ist unfassbar hässlich, aber unglaublich fähig. Sie kann so viel und es ist ein spitzenmäßiges Profi-Tool. Also alle, die in der Performance-Optimierung irgendwie drin sind, verwenden auf jeden Fall auch dieses Tool. Da gibt man die URL an, einfach in diesem Eingabefeld und kann in Wahrheit auf Start-Test drücken und das war's. Aber man könnte auch sagen, bitte check die Website auf einem Server, der in Prag steht oder in den Niederlanden oder in den USA. Man kann sagen, teste in einem IE oder in einem Chrome. Man kann die Verbindung auch wieder drosseln. Man kann sogar Geräte auswählen, auf denen getestet wird. Und das Spannende dabei ist, es sind echte Geräte. Das heißt, ein echter Monitor, ein echter PC oder ein echtes Smartphone. Und dementsprechend kann es sein, dass man warten muss beim Test. Das heißt, ich gehe auf Testen und dann steht dort, du bist in der Warteschlange, vor dir sind drei andere Leute, weil das eben echte Geräte sind, auf denen getestet wird. Ich werde jetzt da nicht ins Detail gehen, einfach weil das so umfangreich ist, das könnte ein eigener Vortrag sein. Was man aber bei so einem Test sieht, sind allerlei Zahlen, wie lange dauert es, bis die Seite geladen ist. Man sieht so einen Wasserfall, eine Wasserfallaufzeichnung, wo man sieht, in welcher Reihenfolge werden die einzelnen Ressourcen geladen, was wird zuerst geladen, was kommt später. Man bekommt auch ähnlich wie bei den DevTools so Screenshots vom Seitenaufbau. Den kann man sich auch als Video runterladen. Das heißt, man kann dann dem Kunden sagen, hey, schau dir das Video an, so wird deine Seite aufgebaut. Das ist nicht gut, wir müssen was optimieren, wie auch immer. Man bekommt Bewertungen fürs Caching und für die Bilderoptimierung und so weiter. Es ist ein bisschen komplizierter reinzukommen, es gibt einen Haufen Artikel online, aber wenn man mal drin ist, ist das schon sehr toll. Was auch spitze ist, ist, man kann Websites vergleichen. Ich kann Videos aufnehmen vom Seitenaufbau mehrerer Websites und die gegenüberstellen. Sagen wir mal, meine Chef interessiert es nicht, dass wir Performance optimieren. Dann würde ich hergehen und sagen, also ich würde natürlich mit Kompetenz zuerst kommen und erklären, warum es wichtig ist. Dann wird er sagen, wir haben keine Kohle dafür. Dann gehe ich her, hole mir die drei größten Konkurrenten und mache dieses Video. Und wenn die Konkurrenten schneller sind als wir, dann ist vielleicht Performance-Optimierung wieder ein bisschen interessanter. Ich war so frech und habe mir die Joomla.de-Website genommen, die WordCamp Vienna-Website, also so ein WordPress-Event, ein Typo3-Event, das letztes Jahr war, und Drupal Europe, weil in Österreich gibt es aktuell kein Drupal-Event. Und ich habe die gegenübergestellt. Und zwar habe ich getestet mit der Metrik Document Complete, die besagt, wie lange dauert es, bis das HTML-Dokument fertig geladen ist. Das heißt, der Zeitpunkt, wo das Onload-Event abfeuern würde.
Das habe ich getestet auf einer 3G-Geschwindigkeit mit einem Motorola G4. Und jetzt ist die Frage, welche Website lädt zuerst? Welche Website ist zuerst fertig? Und ganz wichtig ist da, nicht alle Daten, sondern wann ist das Dokument fertig? Das Dokument fertig geladen mit Bildern und so weiter. Wer gewinnt? Joomla. Na klar, Joomla, oder? Alles andere wäre falsch. Schauen wir mal. So, jetzt kommt WordPress. Da ist schon mal was zu sehen, da ist Joomla was zu sehen. Joomla fertig. Die anderen laufen noch. WordPress fertig. So. Mir wäre es lieber gewesen, wenn die Joomla.de-Website langsamer gewesen wäre, weil jetzt wirkt so, als hätte ich das absichtlich gemacht und absichtlich langsame Seiten gesucht. Ich habe wirklich komplett random mir 4 Seiten genommen und zufälligerweise ist die Joomla.de-Website am schnellsten. Ist wirklich so. Bei der Typo3-Seite sieht man, sie ist schon da, auch visuell, kann wahrscheinlich auch verwendet werden, aber irgendwas lädt im Hintergrund. Ein Video vielleicht oder Tracking, irgendwas passiert da noch. Das heißt, das ist zwar jetzt eine deutlich höhere Zahl als bei Joomla.de-Website, aber es heißt nicht, dass die Seite nicht verwendbar ist. Es kann nur sein, dass irgendwas blöderweise im Hintergrund geladen wird. Und das ist super, um jemanden davon zu überzeugen, dass man was machen muss. Ich habe mir jetzt noch gar beim Café die Website angeschaut, die ist super, super schnell und super optimiert. Wer auch immer das gemacht hat, aber da wurde gute Arbeit gemacht. Ja, das geht auf webpagetest.org. So, ich muss mich beeilen, ich bin viel zu langsam. Ich habe noch, um ein bisschen was Konkretes zu zeigen, einen Blogpost hergenommen auf SitePoint, das ist eine recht bekannte Website. Es ist der erstbeste oder der zweitbeste, den ich gefunden habe. Komplett irgendein Artikel über JavaScript und es sind ein paar Codebeispiele drin, ein paar Bilder, nichts Spannendes. Habe ich gecheckt, habe ich aufgemacht und ich sehe 457 Requests für einen Blogpost, 5,4 Megabyte und es dauert 7,8 Sekunden, um die Website aufzumachen auf meinem schnellen Internet zu Hause. Das geht einfach nicht. Das ist das, warum das Web kaputt ist, unter anderem. Webseiten werden immer größer und größer. Das ist ein Blogpost. Ein Blogpost. Da muss nicht viel passieren. Das Problem hier ist, natürlich, es ist eine Website, die Geld machen muss. Die haben Tracking, die haben Werbung und so weiter. Und das macht einen Großteil dieser massiven Größe aus. Ja, wenn ich das mit dem Audit-Check in DevTools, eine Bewertung von 10, also das Rot ist nicht gut, Rot ist immer nicht gut. Zum Vergleich, Smashing Magazine, eine ähnlich große Website, auch wieder ein Artikel mit Text und Bildern und Codebeispielen und auch JavaScript-Zeug drinnen. Auch viele Requests, weil auch Werbung und Tracking, aber immerhin nur 200. Die Dateigröße oder die insgesamt Größe, die mir geliefert wird, ist 1,6 Megabyte, erträglich. Und das Dokument ist nach 1,6 Sekunden da, also das ist schnell. Da merkt man, die haben optimiert. Es ist nicht perfekt, das Score ist da auch 77, aber es haut hin. Ja, ich weiß, es ist unverhältnismäßig, weil mein Blog ist viel kleiner. Ich habe keine Werbung und auch kein Tracking. Ist auch eine Entscheidung, aber viel kleiner. Aber ich bin ein Poser, deswegen, es geht auch so. 229 Kilobyte, die geliefert werden und in dem Artikel sind auch einige Videos und JavaScript. Und das Dokument ist nach 217 Millisekunden fertig. Also ich will damit nur zeigen, man kann Websites auch wirklich optimieren und durchoptimieren. Die Seite ist klein, weiß ich, aber es geht auch bei großen Seiten. Das war das automatisierte Testing. Beim manuellen Testing ist es so, dass es wichtig ist, nicht nur mit Zahlen zu arbeiten. Wir müssen auch uns anschauen, wie die tatsächliche User Experience ist. Und uns hilft nichts, wenn da steht 217 Millisekunden, wenn die Seite dann trotzdem nicht gut funktioniert auf einem echten Smartphone. Das heißt, wir müssen sozusagen testen, wie schnell ist die Website im echten Leben und das unter realistischen Bedingungen. Ich habe es vorher schon erwähnt, in der U-Bahn oder in einem WLAN, sonst irgendwo, über einen Hotspot. So müssen wir testen eigentlich. Weil so auch die Leute unsere Websites verwenden. Muss nur in der U-Bahn stehen und sich mal die Leute anschauen. Mindestens 50% stehen so da und machen irgendwas im Web. Solche Dinge wie flüssig sind Animationen oder Scrolling, kann ich nicht abfangen mit Zahlen. Das muss ich probieren, das muss ich testen. Und, das ist ganz wichtig, auf einem echten Gerät. Und da spielt auch die Leistung des Smartphones oder des Laptops eine große Rolle. Meine Freundin zum Beispiel, die interessieren Smartphones nicht. Also nicht jetzt die Marke und die Qualität, sie nimmt einfach alte von mir und die sind meistens schon 2-3 Jahre und die verwendet sie auch nochmal 2 Jahre. Das heißt, sie hat dann teilweise ein 4-5 Jahre altes Smartphone, mit dem sie im Web surft. Das ist nicht so schnell wie das neueste iPhone. Und genauso muss man auch testen.
Also in einer perfekten Welt hätte man im Büro ein kleines Device Lab, wo man unterschiedliche Geräte hat, mit denen man probieren kann, wie gut es da funktioniert. Gut, dann kommen wir zum automatisierten Accessibility Testing. Also ganz wichtig nochmal, ich sehe Performance als Teil der Accessibility, weil wenn eine Website langsam ist und nicht lädt, ist sie nicht zugänglich. Ja. Da verwende ich auch wieder Lighthouse, weil es gibt nicht nur diesen Performance-Check, sondern auch einen Accessibility-Check, also Barrierefreiheits-Check. Und dann bekomme ich auch wieder eine Bewertung. Hier bin ich auf der Standard.at und bekomme eine Note von 60. 60 klingt jetzt eh okay, ist auch eh okay, aber die Barrierefreiheit auf Standard ist auf jeden Fall nicht okay, alles andere ist okay. Also man darf sich von dieser Zahl nicht täuschen lassen. Es ist nur ein Richtwert und es eben zeigt nur diese Low-Hanging-Fruits, wie ich schon erwähnt habe. Ja, das Spannende hier ist bei diesen Ergebnissen, ich kann da auch nochmal ins Detail gehen. Das heißt, da steht 60 und dann steht das, gehört optimiert. Und zum Beispiel dieser erste Hinweis sagt mir, Kontraste passen nicht. Das heißt, Kontraste zwischen Hintergrundfarbe und Vordergrundfarbe oder Textfarbe sind nicht hoch genug. Und darunter werden mir alle Elemente aufgelistet, wo das der Fall ist. Das heißt, ich sehe bei diesem Postings-Element, passt der Kontrast nicht. Ich kann draufklicken und kann dann direkt hinspringen und mir das Element anschauen. Das ist recht praktisch. Und es gibt eine Formel, die berechnet, ob ein Kontrast gut ist oder nicht. Die muss man nicht auswendig können, man muss nicht mit dem Rechner da sitzen oder ähnliches. Es gibt einen Haufen Tools, Websites oder Programme. Oder man kann das auch direkt in Chrome machen und das ist sehr fein. Ich zeige das mal. Ich hole mir da jetzt so ein Element, das Postings zum Beispiel. Dann bin ich da im Elements Panel. Im Style-Panel unten gehe ich zur Farbdeklaration, klicke auf das Viereck und sehe hier, dass dieses Ratio, also der Kontrast, nicht passt. Und dann habe ich da so zwei Linien und wenn ich den Kreis unter die erste Linie bewege, erfülle ich schon AA-Kriterien von WCAG 2.0, das heißt, es ist barrierefrei. Und wenn ich unter die zweite Linie gehe, heißt das, es ist super gut barrierefrei, also super, super barrierefrei und super sichtbar. Und so kann ich schauen, ob die Hintergrundfarbe oder die Farbe, Textfarbe auf dem Hintergrund funktioniert und ob das Ratio passt. Für kleinen Text ist dieses Ratio 4,5 und für fetten Text ist es 3,0. Ich sollte das auswendig wissen. Ja, auf jeden Fall kann ich das hier testen und dann ja, den Wert übernehmen und dann passt das. Der zweite Hinweis hier auf Standard ist, da sind iFrames eingebunden, also externe Dokumente in meinem Dokument. Das kann Werbung sein, das könnten Videos sein, das kann alles Mögliche sein. Und da steht, da fehlt das Title-Attribut. Das Title-Attribut ist dieses Element, wenn man irgendwo drüber fährt, kommt so ein kleines Tooltip und da steht Text. Das ist meistens ziemlich unnötig, das Element, und sehr gefährlich, weil es nur für Maus-User zugänglich ist. Als Keyboard-User sehe ich das meistens nicht. Es gibt so Ausnahmen wie in IE 10 und 11, wenn ich in einem Formular bin, wird es auch angezeigt, aber meistens sehe ich es nicht. Von so Übersetzungstools wie Google Translate wird es nicht erfasst, weil es ein Attribut ist und kein echter Text. Und ja, es muss erst entdeckt werden und so weiter. Also es ist, das Title wird zu viel verwendet, kann ich euch sagen. Ist es da vorlesen lassen, was da jetzt auf der Seite ist? Nein, dafür gibt es andere Sachen. Bei Bildern habe ich das Alt-Attribut zum Beispiel. Okay, also es wird viel verwendet, man denkt sich, dass es sehr, sehr hilfreich ist, ist aber meistens gar nicht. Meistens ist es Information, die nicht entdeckt wird oder die redundant ist. Aber ich erkläre das dann gleich noch näher ein bisschen. Im Fall vom iFrame ist es aber wichtig. Ich zeige jetzt mal ein Beispiel, da habe ich CodePen eingebunden, ist auch ein iFrame. Das ist so ein Ding, wo ich Code reinschreiben kann und ich sehe es live gleich. Und das ist ein iFrame in meiner Seite und da habe ich jetzt kein Title-Attribut vergeben und ich verwende einen Screenreader, um das vorzulesen. CP_embed_one_frame ist das Name-Attribut, weil wenn kein Title vorhanden ist, nimmt er das Name-Attribut. In dem Fall geht's, weil es kurz ist, aber das ist oft ein ziemlich langer Hash und dann wird es heißen A743897, was auch immer. Und das kann sehr, sehr stressig sein. Und vor allem weiß ich nicht, was da eingebunden ist. Was heißt CP_embed, was auch immer. Wenn ich jetzt aber hier ein Title-Attribut vergebe, dann sagt er mal Buttons Demo und das war der Titel, den ich vergeben habe in dem Title-Element. Ja? Eine kleine Sache und macht einen riesen Unterschied für einen Screenreader-User. Das heißt, um ein bisschen Code auch einmal herzuzeigen, es wäre einfach nur das iFrame und ich gebe ihm im Title den Titel an, das halte ich kurz, also keine Sätze schreiben, keine Absätze, sondern
Das ist der Titel des Dokuments, das eingebunden ist. Das betrifft auch YouTube-Videos. Wenn ein YouTube-Video den Embed-Code nimmt und ihn einbindet, dann wird da auch der Name, das Name-Attribut genommen, wenn kein Title da ist. Das heißt, man könnte dann reinschreiben, was auch immer in dem Video zu sehen ist, den Titel des Videos zum Beispiel. Ich werde auf jeden Fall überziehen müssen. Ich sehe es jetzt schon, ich rede zu viel, tut mir leid. Aber ich schaue, dass ich es kurz halte. Das ist ein Fehler, der meines Erachtens katastrophal ist. Da steht, das Lang-Attribut fehlt beim HTML-Element. Das Lang-Attribut definiert die natürliche Sprache. Damit kann ich sagen, der Text auf dieser Website ist auf Deutsch oder auf Englisch geschrieben. Oder was auch immer, Russisch, Französisch. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das wirkt sich nämlich in unterschiedlichsten Bereichen aus. Ich habe hier ein Zitat aus Forrest Gump genommen, das ist auf Englisch und da ist das Dokument und im HTML-Element habe ich mit dem Lang-Attribut die Sprache auf Englisch gesetzt, weil es ist englischer Text, das Lang-Attribut ist auf Englisch. Ich hoffe, man sieht, die Anführungszeichen sind die englischen Anführungszeichen, also die sind beide oben, im Deutschen ist das erste unten und das zweite oben und auch die Zeichen sind anders ein bisschen. Jetzt gehe ich her und ändere hier das Lang-Attribut von en auf de. Und ich möchte, dass ihr bitte auf die Anführungszeichen beim Zitat achtet. Links, genau. Ich ändere jetzt auf Deutsch und man sieht, die Anführungszeichen haben sich geändert. Ich wechsle jetzt nochmal von Deutsch auf Russisch und sie ändern sich wieder. Das heißt, diese Anführungszeichen in einem Zitat, in einem Q oder Blockcode passen sich der natürlichen Sprache an und die natürliche Sprache definiere ich eben in dem langen Attribut am HTML-Element. Und was auch noch passiert ist, falls euch aufgefallen ist, wie ich auf Russisch gewechselt habe, ist da oben noch eine Leiste gekommen. Und zwar ist das Google Translate und sagt mir, hey, deine Seite ist auf Russisch, soll man es auf Englisch übersetzen? Aber sie ist nicht Russisch, sie ist Englisch. Weil Google Translate nimmt sich eben dieses lange Attribut her und nicht die tatsächliche Sprache. Das habe ich erlebt, wenn manche Webdesigner für österreichische Firmen etwas gemacht haben. Die Designer sind aber aus der Slowakei. Mhm. Und sie haben Slowakisch noch nicht entfernt, sondern, also die Seite ist auf Deutsch. Genau, ja. Und er will mir jedes Mal auf Deutsch übersetzen. Ja. So muss ich jedes Mal genau wegklicken, das ist so nervig. Es ist eine Kleinigkeit, aber es hat große Auswirkungen. Es betrifft genauso auch bei Formularen die Zeit- und Datumseingabefelder. Es betrifft in CSS die Silbentrennung, wenn ich die Hyphens-Eigenschaft verwende. Und da noch ein Beispiel. Ich bin jetzt in IE 10 oder 11, irgendwas Schlimmes auf jeden Fall, ich weiß es nicht. Und ich habe JAWS, einen anderen Screenreader, und da habe ich wieder genau das gleiche Dokument, ist auf Englisch der Text und das Lang-Attribut ist auch wieder auf EN. Und ich lese es jetzt vor. My mama always said, life was like a box of chocolates, semicolon, you never know what you're gonna get. Sehr metallisch und robotisch, aber es funktioniert, man versteht es, es ist ganz normal. Wenn ich jetzt aber von EN auf DE wechsle und den Text lasse, Mi mama always said, life was like a box of chocolates, you never know what you're gonna get. Hört sich ein bisschen an, wie wenn ich Englisch rede. Einfach nur, weil das Voice-Profile nimmt sich, was in dem Lang-Attribut steht und wechselt entsprechend zu einem deutschen Sprecher, der einen englischen Text vorliest. Hm? Was passiert, wenn du EN UK, will the voice be UK English? British English? Bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Es kommt doch stark auf den Screenreader an. Manche können es, manche nicht. Müsste man probieren, bin mir sicher. Weißt du das, Wolfgang? Also in der Schweiz zum Beispiel ist es ja häufig auch mit dem CH quasi oder mit dem DE, FR, aber jetzt auch nicht besser. Ich werde das recherchieren und dann vielleicht euch schicken, vielleicht falls es nochmal, vielleicht könnt ihr das teilen. Ja. In einer Seite meinst du? Man kann dieses Lang-Attribut nicht nur, ich gehe nochmal zurück ein bisschen, nicht nur auf HTML-Ebene anwenden, sondern ich kann es auch hier anwenden. Das heißt, wenn ich in einem Absatz ein Wort habe, das Englisch ist, kann ich das auch einfach auszeichnen mit einem Span oder was auch immer und dort lang EN schreiben. Dann wechselt er auch im Text die Sprache. Ja, positiv oder negativ. Zum Beispiel, ich habe jetzt ein anderes Video, das habe ich jetzt nicht mit, aber da habe ich das Beispiel, there is a certain je ne sais quoi in the air. Das ist einfach so eine Aussage. Und diese je ne sais quoi könnte man einfach in ein I oder Span oder was auch immer nehmen, dort lang FR
definieren und dann wechselt er von dem Englischen ins Französische zurück ins Englische im Satz. Jo. Der nächste Fehler, das ist so der Klassiker, Alt-Attribute fehlen. Mit dem Alt-Attribut kann ich beschreiben, was in einem Bild zu sehen ist. Das ist eben wichtig für Screenreader-User, weil die sehen die Bilder nicht, oder die meisten sehen die Bilder nicht und die sollten auch wissen, was da drin passiert. So oder so, egal was passiert, ich muss immer ein Alt-Attribut angeben. Ich darf es nicht weglassen. Wenn ich es weglasse, dann liest der Screenreader den Dateinamen. Interessiert mich überhaupt nicht. Wenn ich es angebe und ich sage, das Bild ist uninteressant für Screenreader, weil es ein dekoratives Bild ist, also irgendeine Grafik, die nur fürs Design da ist, dann lasse ich es leer. Wenn ich einfach nur schreibe Alt und Anführungszeichen, dann wird es von Screenreadern komplett ignoriert, dann ist es einfach nicht da. Das kann man machen, das macht voll Sinn. Wenn es wirklich nur dekorativ ist und kein Inhalt, macht man das. Aber weglassen ist schlimm. Genau, ja. Weil sonst werden mir Dateinamen vorgelesen und das ist... Vielleicht noch kurz als Anmerkung. Alt-Attribute ist jetzt nicht nur für den Screenreader wichtig, sondern natürlich auch für die Crawler-Suchmaschinen. Ja. Weil dementsprechend, du kannst es zwar schon interpretieren, aber dass es wirklich einen SEO-Effekt hat für die Webseite. Genau. Oder auch bei, gutes Beispiel ist, das, was du gemeint hast, das Bild wird, bis das Bild geladen wird, wird zuerst der Alttext angezeigt oder auch in E-Mails, weil in E-Mails werden nicht immer die Bilder sofort runtergeladen und da macht es auch Sinn, wenn man Bilder hat, dass man Alt angibt und man sieht dann vorher, was da geladen werden könnte. Na, weil, was würde ich dann reinschreiben? Es ist aus Designzwecken ist eine Blume oder sonst irgendwas. Es ist nicht wichtig, es ist nicht wichtige Information. Du musst überlegen, die Seite ist eh schon so voll mit so vielen Inhalten und ich muss es irgendwie schaffen, mich da durch zu navigieren. Und wenn dann Dinge drinnen sind, die ich eigentlich nicht brauche für die Information, die ich haben will, weil ich gehe ja normalerweise auf einer Website oder in vielen Fällen, um Informationen zu bekommen. Also ich will einen Artikel lesen zum Beispiel. Dann ist es mir eigentlich egal, wie es jemand wahrnimmt, der sehen kann. Es ist natürlich kontextbezogen. Wenn das Design in diesem Kontext wichtig ist, dann würde ich es beschreiben. Wenn es wirklich nur Design ist, das mit dem Inhalt keine Verbindung hat, dann würde ich es nicht beschreiben. Dann ist es einfach zu viel Information, die da ist. Muss man immer abwägen. Es ist immer so eine Kontextsache, aber normalerweise eher nicht. Und ganz kurz, natürlich, wobei du hast recht dabei, dass wenn etwas im Content ist, dann müsste es ja auch beschrieben werden, weil es ja Inhalt ist. Deswegen sagt man auch normalerweise, alles was irgendwie Design ist, kommt ins CSS, das heißt Hintergrundbild und alles was im Content ist, ist auch wichtiger Inhalt. Das heißt, ich soll sowieso keine dekorativen Bilder im Inhalt haben eigentlich. Man kann auch ein Title-Attribut darin stecken. Ist das auch noch sinnvoll für Screenreader? Noch. Weil wenn ich Alt und Title angebe, dann liest der Screenreader sowieso Alt und ignoriert Title. Wenn ich kein Alt habe, dann machen es manche so, dass sie Title als Fallback verwenden. Dann ist es okay. Aber ich sollte besser Alt verwenden, weil das ist das richtige Ding sozusagen. Gut, dann habe ich mir das Standard ein bisschen genauer angesehen und da ist ein Bild von Theresa May, wie sie gerade in ein Mikrofon schreit und das kann man auch genauso beschreiben. Aber die Beschreibung auf Standard ist Foto:APA AFP Jessica Taylor. Das ist so der Klassiker, dass sie einfach Credits reintun. Wer hat das Foto gemacht, woher ist es? Interessiert niemanden. Man könnte genauso, muss nur vorstellen, dass da jetzt ein Bild ist, wo genau das drin steht und sonst nichts und drunter steht Trickserei auf höchstem Niveau oder sonst irgendwas. Das vielleicht interessant für den Fotografen gewesen und genau. Auch für die Oberdesk über das Bild. Genau, ja. Das ist aber zum Beispiel rechtlich, müsste der Fotocredit quasi direkt unter dem Bild sichtbar stehen. Ja. Auf den Unterseiten ist es überall, es hat wahrscheinlich einfach das Design gestört, deswegen haben sie es da weggelassen und genau. Wir haben gerade ein bisschen eine Diskussion auf Twitter losgelöst mit Leuten vom ORF.at, weil wir auch gefragt haben, was sind so die Best Practices. Kann ich dann auch gern durchschicken, da wird recht nett drüber diskutiert. Da haben wir gedacht, okay, Standard, ich schaue mal auf die Presse. Da ist ein Bild von Heinz-Christian Strache und Alexander Van der Bellen, wie sie anscheinend ein Fußballmatch oder ähnliches schauen und haben Österreich-Schals. Die Beschreibung ist Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Vizekanzler FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache / Bildgeber Pictures. Fast. Also die Beschreibung ist okay, aber dann wieder Credits, die gehören da nicht rein. Natürlich ist halt die Frage, ist es wichtig, dass die beiden mit Österreich-Schals dastehen, weiß ich nicht. Aber zumindest ist eine Beschreibung, man könnte nur diese Credits wegtun. Dann war ich auf der kleinen Zeitung.
da ist ein Kino, das Dieselkino zu sehen und links und rechts zwei Porträts. Die Beschreibung ist: Das Dieselkino in Gleister wurde im Vorjahr erweitert. Ernst Diesel kritisiert Kinobau in Weiz, Rechtsbürgermeister Erwin Eggenreich, Bild Jonas, Bregartner, Jürgen Fuchs, Stadtgemeinde, Fotoladen, was auch immer. Das ist zu viel. Das ist zu viel des Guten. Erstens wird das Bild nicht beschrieben, sondern es ist extra Content drinnen. Der sollte eigentlich im Text stehen und nicht im Bild, sondern da sollte sowas stehen wie das Dieselkino. Und was wir richtig machen ist, da steht Bürgermeister Erwin Eggenreich, dass sein Foto drinnen ist. Also man sollte beschreiben, was im Bild zu sehen ist und nicht extra Content, der sonst nirgendwo ist. Dann war ich am Kurier. Da ist ein Bild von Terence Hill, weil der ist 80 geworden gestern. Er schaut in die Kamera und lächelt. Das Altattribut ist leer. Und das ist auch ein Fehler, weil es ist Content, es ist nicht dekorativ, es ist wichtig, was die Bilder sind da aus einem bestimmten Grund, sie liefern Inhalt, aber da ist einfach das Alt leer gelassen bei allen Fotos, die Bilder existieren nicht. Und dasselbe Spiel ist auf Krone und auf Österreich auch. Also, wie ist die Österreich-Website? Ö24, glaube ich. Gut, dann heute AD ist auch super, da ist ein Bild von Marco Arnautovic, wie er in die Menge zeigt. Die Beschreibung ist nach Geplatzem, also ist ein Rechtschreibfehler drin oder ein Tippfehler, China-Deal. Der Fehler ist drin und dieser Text steht unter dem Bild. Das heißt, es ist redundante Information. Ich bekomme zweimal dasselbe. Das sollte ich auch vermeiden. Also wenn man einen Blogpost hat, einen Titel, und man nimmt den Titel und tut ihn als Alt rein, ist es auch schlecht. Es ist doppelte Information. Immer das Bild beschreiben. Noch ein Beispiel. Ja. Erwähnt. Ja. Die haben immer, egal wo du hinkommst, auf einer Seite von OE24, sofort läuft ein Video. Ja. Das auch ganz schlecht, darf man nicht machen. Nervt mich. Ja. Und stört auch, kann auch wirklich störend sein, weil nicht jeder will Video abspielen. Es kann sein, dass da Inhalte drin sind, die Übelkeit bei den Leuten auslösen oder Anfälle. Es kann auch schlimmer sein. Also das sollte man auf gar keinen Fall machen. Dann hier Wiener Zeitung habe ich den Titel Hau drauf, Terence Hill wird 80. Und alt ist Bild zu Hau drauf, Terence Hill wird 80. Da merkt man, da ist irgendwas automatisiert. Das einfach nimmt Bild zu und dann den Titel. Auch nicht gut. ORFAT, da ist ein Bild von einem Mann, der sein Gesicht mit einem Ordner verdeckt und die Beschreibung ist, einer der Angeklagten hält sich vor Beginn des Prozesses am Landesgericht in Wels einen Aktenordner vor sein Gesicht. Es wird beschrieben, was im Bild zu sehen ist. Keine Credits, super. Ich bin weit über meine Zeit, tut mir so leid. Dann drunter hat man noch eine Auflistung von Dingen, die man manuell testen muss. Also sie weisen noch explizit in diesem Audit-Panel hin, ja, automatisiert gut, aber manuell muss auch passieren. Diese Dinge müsst ihr manuell checken. Sind die Überschriften in der richtigen Reihenfolge? Kann ich mit dem Keyboard die Seite navigieren und so weiter? Und ich möchte euch jetzt einen Tipp für manuelles Testing geben. Ihr müsst keinen Screen wieder verwenden am Anfang. Ich habe euch das gezeigt. Es ist wieder eine Software, die ich lernen muss und so weiter. Ich habe einen super, super, super einfachen Test für euch. Der funktioniert mit einer Taste. Was glaubt ihr, welche Taste am Keyboard? Tab, genau. Mit der Tab-Taste kann ich so viel über die Qualität meiner Website herausfinden. Erstens, kann ich mir die noch nehmen, die 2 Minuten? Ja, okay. Da wieder, ich habe wirklich einfach nur die Top-Seiten oder beliebte Seiten in Österreich genommen. Ich bin jetzt auf freifeisen.at, ich drücke Tab. Ganz wichtig, Tab verwende ich dann, wenn ich keine Maus verwenden kann. Wenn ich zum Beispiel nur einen Arm habe oder wenn ich gerade, ein Baby in der Hand halte und ich kann jetzt irgendwie nichts, sondern ich muss mit der Tastatur. Oder wenn ich den Arm gebrochen habe oder wenn ich habe eine Dame kennengelernt, die hat mir erzählt, sie hat sich den Unterarm tätowieren lassen und konnte 2 Wochen keine Maus verwenden, weil es zu sehr wehgetan hat. Also es gibt alle möglichen Gründe, warum man keine Maus verwenden kann. So, ich drücke Tab und ich sehe, zuerst kommt Skip-Links, die erkläre ich später noch. Dann sehe ich, eigentlich immer ganz gut, wo ich bin. Ich bin mit dem Logo oben in der Suche, da beim Login, im Menü, weil sie einen deutlichen, sichtbaren blauen Rahmen, benutzerdefinierten blauen Rahmen verwenden, um zu zeigen, wo man sich auf der Seite befindet. Hat hingehaut für mich. Also ich sehe als Keyboard-User, wo ich bin auf der Website. Ein anderes Beispiel, man dachte, wenn ich schon bei Banken bin, nehme ich eine andere Bank, Easybank. Hier drücke ich auch wieder Tab. Es kommt das Menü, es kommt nochmal Menü, nochmal Menü und ich drücke und drücke und drücke, ich sehe nicht, wo ich bin, weil sie Elemente selektiert haben in CSS in ihrem Focus State, also mit der Focus Pseudoklasse und Outline auf None gesetzt haben oder Null. Dadurch ist nicht sichtbar, wo ich bin, wenn ein Element fokussiert ist und damit habe ich eine komplette Gruppe an Menschen ausgeschlossen, meine Website zu verwenden. Jeder, der ein Keyboard braucht, kann diese Seite einfach nicht verwenden, geht nicht.
Dann bin ich hier auf GMX, gibt es auch noch. Und da klicke ich jetzt hier auf dieses Mein GMX, da öffnet sich so ein Dropdown. Mit der Maus geht das super. Jetzt versuche ich es mit der Tastatur. Ich fokussiere Hilfe, dann drücke ich nochmal Tab, weg. Das liegt daran, dass Sie hier für dieses Mein GMX ein Element verwendet haben, das nicht fokussierbar ist. Ein Link ist fokussierbar, ein Button, das ist wahrscheinlich ein Div oder sonst irgendwas. Nicht accessible. Dadurch merke ich, okay, mein HTML ist nicht sauber geschrieben. Ich habe nicht die richtigen Elemente für die richtigen Dinge verwendet im HTML. Dann noch ein Beispiel auf Willhaben. Wenn ich jetzt zum Hauptinhalt möchte, zu den Immobilien zum Beispiel, muss ich 11-mal die Tab-Taste drücken auf jeder Seite, um zum Inhalt zu kommen, weil ich durchs ganze Menü durch muss. Da brauche ich sowas, das nennt sich Skip-Link. Und zwar ist es ein Link, der nur sichtbar ist, wenn ich einmal Tab drücke. Und dann kann ich die ganze Navigation überspringen und hupf direkt zum Inhalt. Das sieht man ganz gut hier auf Bundestheater. Wenn ich Tab drücke, ist hier Fokus, hier. All diese Links muss ich durchgehen, um hierher zu kommen. Oder, wenn ich zurückgehe, erscheint dieser Link zum Inhalt. Der erscheint nur, wenn ich Hint habe. Und wenn ich den drücke, kann ich das alles auslassen und komme direkt zum Inhalt. Das ist super easy, das ist in 5 Minuten geschrieben. Es ist einfach nur ein Link, der absolut positioniert ist, der ist nicht sichtbar und bei Fokus ist er sichtbar. Und das ist ein Anker. Also ich habe hier eine ID gesetzt oder ich sage ihm, er soll zum ersten fokussierbaren Element hupfen. Sehr gut. Dann noch was, das für euch alle relevant ist. Ich habe da jetzt das Wise genommen, weil ich es da gefunden habe. Ich komme auf die Website und dann kommt so ein Cookie Warning, das über die ganze Seite geht. Ich habe Enter gedrückt, nix, Escape. Nix. Ich drücke Tab und man sieht, die Seite hinten bewegt sich. Das Problem hier ist, ich habe die Seite, dann habe ich dieses Warning vorne, aber der Fokus ist im Hintergrund. Das heißt, ich bewege mich die ganze Zeit im Hintergrund der Seite, aber eigentlich müsste ich vorne sein. Das heißt, man müsste hier mit JavaScript sagen, wenn ich raufkomme, ist der Fokus hier, damit ich hier auf I accept drücken kann und dann komme ich zurück auf die Website. Testet das bitte mit euren Websites. Ihr habt alle diese Cookie-Warnings drauf. Es gibt ein sehr beliebtes auf GitHub, ich weiß nicht, wie es heißt, ich glaube Cookie-Consent, das ist nicht accessible. Verwenden aber viele, ich habe es auch schon verwendet, weil ich einfach schlecht getestet habe. Beziehungsweise die Website ist fertig, dann sagt jemand, wir haben das Warning vergessen, hauen wir schnell was rein von GitHub. Ja, muss man auch testen. Und das ist genau das gleiche bei Modal Windows, bei so einer Lightbox. Wenn ich da drauf drücke, muss der Fokus auch von der Website dorthin in den Bereich, wo ich mich eigentlich bewege. Das heißt, das kann man nur mit der Maus klicken. Ja, ich kann, als Keyboard-User kann ich es nicht verwenden, gar nicht. Ja, und das geht da leider auch nicht. Aber man muss ja auch bestätigen, das ist halt ein bisschen tricky jetzt. So, dann nochmal Wise, es war gerade so praktisch, weil ich dort war. Wenn ich jetzt Tab drücke, sieht man rechts, links unten, es passiert irgendwas. Irgendwelche Links werden durchgegangen, aber ich sehe die Links hier nicht. Das Problem ist, die Links sind hier versteckt, aber nicht gut versteckt. Sie sind einfach nur visuell weggeschoben. Ich kann sie fokussieren mit der Taste, aber ich sehe sie nicht. Die Links sind dann wirklich weg, wenn ich Display None setze. Dann sind sie gar nicht da und ich kann auch mit der Tastatur nicht hin. Wenn sie, und das, die haben da wahrscheinlich Transform, Translate X 100% gemacht, ist einfach nur weggeschoben, ich kann sie immer noch erreichen, obwohl ich sie nicht sehe. Ist nicht gut. Was ich machen könnte natürlich, wenn sie fokussiert sind, dass ich das dann einblendet und dann, wenn ich wieder draußen bin, ausblendet oder einfach gescheit verstecken. So, dann noch die letzte Sache, dann bin ich es wirklich. Man sieht hier auf Standard, das Logo ist fokussiert, das ist nicht ihr Standard-Styling, das ist mein Styling. Und achtet mal auf die Reihenfolge. Also Logo, Menü, 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 nochmal Menü, dann geht es rechts weiter, dann geht es oben weiter, dann geht es rechts weiter, dann geht es unten weiter, dann komme ich rauf, dann ist einmal kurz nichts. Da passiert irgendwas Komisches und dann komme ich zum Inhalt. Es ist nämlich so, dass diese Keyboard-Reihenfolge folgt immer der Reihenfolge im HTML. Das heißt, von oben nach unten. Wenn ich mit CSS die Reihenfolge komplett durchwechsle, ändert sich nichts an der Keyboard-Reihenfolge. Die orientiert sich immer an der Reihenfolge im HTML. Da muss man aufpassen, dass das einigermaßen gleich ist. Wenn kleine Fehler sind, so wie zum Beispiel hier, dass da von rechts weitergeht, okay, mein Gott. Aber dieses Hin- und Her-Hupfen, das ist schwierig. Ich habe da noch mehr Tipps, die habe ich in so einem Thread zusammengefasst auf Twitter. Die kann man sich hier rausholen und das war's. Vielen Dank. Tut mir sehr, sehr leid, dass ich überzogen habe.